DL6SX in Aumühl über Hamburg mit allgemeinem Anruf auf dem 20-Meter-Band. VS6RM. Victor 6, Roger Mike. In Hong Kong calling Europe. BQDX, BQX from OQ0D in Treadwell, Belgium, Kong. This is W5JYX, Fort Worth, Texas calling CQDX. CQDX, CQDX, CQDX. Hier ist la Marina Alvo X, 20 metros, aquí Hamburgo, DL6, Santiago, Xylophon. Und damit beendet DL6SX seinen allgemeinen Anruf auf dem 20-Meter-Band und hört von 14,1 bis 14,2. DL6SX geht nun on Funk, bitte kommen. Hallo, hallo, ist die Eva, CN8MM, je vous appelle pour un petit QSO. DL6 Sugar X-Ray. This is W2NRM. William number 2 Nancy Roger Mike in New Jersey. DL6 Sugar X-Ray, W2NRM standing by. Over. Bonjour Eva, ici Arnaud, DL6SX de retour. Un petit moment QRX. W2NRM, excuse me for some minutes. Wen hast du da? 8MM, Eva. Ah, Tag Eva. Hier ist noch DL6 KJ, Rolf. Wie hörst du uns, Eva? Du kommst hier mit 5, 9 plus 10 dB. Breck. Guten Tag, Arno Erol. Ich höre euch hier avec 9 plus plus. Breck. Okay, Eva. Vielen Dank. Prima. Wir hören dich hier mit QSB. DL6SX. Das ist das Rufzeichen einer der in Deutschland lizenzierten Amateurfunkstellen. DL6SX ist einer der 250.000 Amateurfunker der Welt. Ihr Hobby ist es, während andere Menschen Briefmarken sammeln, Tauben züchten oder zum Sportplatz laufen, im Äther ihre Netze auszuwerfen. Es ist eine wahre Leidenschaft. Und hoffentlich können Sie mich empfangen. Das Mikrofon nach 9LJ, hier ist 2JS. Bitte kommen, da, du. Achtung, DJ2JS, Achtung, DJ2JS, hier DL9 London, Japan. Recht schönen guten Abend, lieber Freund, und vielen Dank für den Anruf. Der Kurzwellenamateur ist ein Weltenbummler im eigenen Heim. Täglich und stündlich weiß er sich verbunden mit den drahtlosen Leidenschaftlern in aller Welt. Oder ist es keine Leidenschaft, Tage und Nächte lang Frequenzen einzustellen, am Abstimmungsknopf zu drehen und sich mit Hilfe einer technischen Apparatur in der eigenen Wohnung über tausende von Kilometern mit nie gesehenen Menschen zu unterhalten? Oder um 2:30 Uhr morgens aufzustehen, um verabredungsgemäß eine Station in Ohio anzurufen? Und wenn die tönenden Zeichen des Morsecodes oder die Stimmen der Funkfreunde aus Asien oder Afrika, aus New York, São Paulo oder Moskau antworten, lässt die eigene Sende- und Empfangsstation Entfernungen, Länder und Meere vergessen. Die meisten Kurzwellenamateure der Welt sind aber nicht Funktechniker, sondern Arbeiter und Angestellte der verschiedensten Berufe. Es sind Männer und Frauen aller Altersklassen. Die Liebe zur Sache, Interesse für die Probleme des anderen, Toleranz und Hilfsbereitschaft vereint sie über alle Grenzen hinweg. Oder einige Worte. Ich verstande nicht gut Deutsch, aber ich kann einige Worte zu sprechen. 4PI, PY, 4PI, DL number 9, L London, J Japan, Kai. DL number 9, L London. An Türen und Wänden hängen die Jagdtrophäen der Ätherfischer, die QSL-Karten. Es sind die Bestätigungskarten für die verschiedenen Kontakte, die ein OM, der Old Man, mit seiner Station herstellen konnte. Aus diesen Karten gehen die beiderseitigen Bedingungen hervor, die zur Zeit des QSOs, der Verbindung, auf beiden Seiten geherrscht haben. Sie bilden die wichtigste Unterlage für die weitere Vervollkommnung der Stationen. Ist das nun Sport, Spaß oder Spielerei? Es ist alles das und noch mehr. Ab und zu erscheinen in der Tagespresse Schlagzeilen wie Kurzwellenamateur rettet Menschenleben, Funkamateur vermittelt Medikament für Kranken in Las Palmas und andere. Moderne Expeditionen, sei es in die Arktis, zum Himalaya, zu einsamen Inseln, Jagdgesellschaften in das Innere Afrikas,
sind heutzutage mit transportablen Funkstationen ausgerüstet, um mit der Welt in Verbindung zu bleiben. Bei unerwarteten Ereignissen bemühen sie sich dann, irgendeine erreichbare Seele auf sich aufmerksam zu machen. Am 7. August dieses Jahres war es die Funkamateurin DL1SD. Sie hatte gerade eine Verbindung mit Australien beendet, als sie die Sätze hörte, brauchen sofort Hilfe, möglichst durch Flugzeug. Zwei Personen in Lebensgefahr. Einzelheiten später, brauchen sofort Hilfe. Der First Operator und Chef der Station hatte mit wenigen Handgriffen den Sender auf die neue Welle eingestellt. Kaum einer der Nachbarn von DL1SD bemerkte, wie sich in diesem Augenblick die Sendeantennen der Station nach Südosten drehten. Und wie immer in solchen Fällen, bei Hilfeleistungen durch die Amateure, jagen Funksprüche hin und her, von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil. Da gibt es keine Nationalitäten mehr. Dann gibt es nur noch eine Handvoll Funker der Nächstenliebe, die auf Biegen oder Brechen dem Mitmenschen helfen wollen. So war es, als vor Jahren einer der 40.000 russischen Kurzwellenamateure die ersten Hilferufe der Überlebenden der Nobile-Expedition auffing. Und so war es, als während der Überschwemmungskatastrophe in Holland ausschließlich Funkamateure die Verbindung zur Außenwelt aufrechterhielten. Die Erklärung dafür liegt in den eigenartigen Verhältnissen der höheren Atmosphäre. Beim Betrieb einer Sendestation entstehen Wellen, die sich unter verschiedenen Erhebungswinkeln ausbreiten. Etwa so, als ob halbkugelige Seifenblasen entstünden. Dabei wird die über den Erdboden streifende Energie sehr schnell durch Hindernisse absorbiert. Diese Bodenwellen haben bei kleinen Sendern nur eine Reichweite von einigen 10 Kilometern. Im freien Luftraum tritt kaum Energieverlust ein. Dabei entsteht jedoch in der Heaviside-Schicht eine Spiegelung, sodass flach abgestrahlte Wellen in erst großer Entfernung die Erdoberfläche wieder erreichen. Zwischen dem Ende der Bodenwelle und dem Auftreten der reflektierten Raumwelle liegt eine tote Zone. Es ist eine historische Tatsache, dass dieser Effekt von den Funkamateuren entdeckt wurde. Wenn also zum Beispiel eine Station A einen Hilferuf aussendet, erreicht die Bodenwelle häufig nicht die gewünschte Empfangsstation B. Jedoch sind jenseits der toten Zone alle Stationen zu erreichen. Station X kann also als Vermittler zwischen A und B dienen, da für X die Stationen A und B jenseits der eigenen toten Zone liegen. X kann B jetzt auffordern, in Richtung A sofort Hilfe zu leisten. Und wenn Stunden später ein Flugzeug die ersehnte Hilfe bringt, waren Radioamateure wieder einmal Praktiker der Menschlichkeit. Über 250.000 Sendestationen gibt es jetzt schon in der ganzen Welt, 4.500 in Deutschland. Im Grunde aber sind sie alle ein einziger großer Club, eine Familie. In einem dicken Adressbuch, dem internationalen Callbook, stehen ihre Namen und die ihnen zugeteilten Rufzeichen, die sich aus dem Landeskenner und dem persönlichen Zeichen zusammensetzen. Sie sind Freunde. Diese Ws, Vks, Ces, Pys, Lus und Dls, die sich mit wenigen Ausnahmen nie gesehen haben. Natürlich erfordert auch dieser Sport besondere Fertigkeiten, die man erlernen muss, um mithalten zu können. Weitgehende funktechnische Kenntnisse sind nötig. Der Vorgang der Schwingungserzeugung, Wirkungsweise von Röhren in Sendern und Empfängern, Tongüte, Frequenzkonstanz, Vermeidung von Rundfunkstörungen. Grundsprache im internationalen Funkverkehr sind Englisch und die bekannten Verkehrs- und Betriebsabkürzungen. CQ heißt an alle und DX bedeutet große Reichweite. QSO heißt, ich habe Verbindung mit und QTH bezeichnet den Standort der Station. Sind genügend Kenntnisse erworben, kommt der große Tag. Ein Amateurfunkgesetz sorgt für Ordnung. Funkamateur ist, wer sich lediglich aus persönlicher Neigung und nicht in Verfolgung anderer, zum Beispiel wirtschaftlicher und politischer Zwecke, mit Funktechnik und Funkbetrieb befasst. Jede Person, die das Gerät einer Amateurfunkstelle bedient, muss neben gewissen technischen Fähigkeiten die Fertigkeit nachweisen, Texte in Morseschrift zu übermitteln und nach Gehör aufzunehmen und Kenntnisse der Gesetze und Bestimmungen über Funkanlagen sowie des Weltnachrichtenvertrages besitzen. Nach bestandener Prüfung gibt die Lizenz dem Funkamateur die Taste frei. Neben der Verpflichtung, seine Station auf dem besten Stand der Technik zu halten, setzt der Amateur seinen Ehrgeiz in die ständige Verbesserung seiner Anlagen. Denn die meisten Amateure betreiben selbstgebaute Sender und Empfänger. We have a very nice contact.
with old friend Ben, G2FSP. So long, and I will be looking for you, Ben. 73s to you and your family. Durch ihre vor mehr als 40 Jahren begonnene Experimentierarbeit auf den damals noch als unbrauchbar angesehenen kurzen Wellen unter 100 Meter haben die Funkamateure wertvolle und grundlegende Erkenntnisse zur Entwicklung der Funktechnik beigetragen. Insbesondere gelang es ihnen auf diesen Wellen zum ersten Mal den Atlantik zwischen Nordamerika und Frankreich zu überbrücken. Ein Jahr später erreichte ein Amateur von London aus Australien. In diesem Augenblick erst horchten die Kommerziellen auf, die nun begannen, 90% ihrer Funkdienste auf Kurzwellen umzustellen. Durch internationale Verträge wurden nun den Amateuren bestimmte Kurz- und Ultrakurzwellenbänder zur Ausübung ihres Sportes reserviert. Auf jedem normalen Rundfunkempfänger sind von diesen Bändern das 15, 20 und 40 Meter Band vorhanden und man kann oftmals den Amateurfunkverkehr belauschen. Wie geht's jetzt? Noch nicht okay. Immer noch verzerrt. Stimm mal etwas am TX nach. Ist gut so? Ja, besser. Hier ist DL6SX im Duplex QSO mit DL6KJ 4020. Sag mal, Rolf, hast du noch Fernsehstörungen? Nein, das kam gar nicht von deinem Sender. Es war ein Wackelkontakt an der Antenne. Na, das ist ja prima. Rolf, ich mach mal eben den Musiktest jetzt. Ja, bitte. Ich höre. Wie kommen jetzt die Bässe? Prima, okay. Alles da. Gut, dann lasse ich den 500 Picofarad-Block drin im Modulator. Ein- oder zweimal im Monat treffen sich die OMs eines Wohnortes im Club, um Erfahrungen auszutauschen, Gäste zu empfangen, Neuigkeiten zu berichten. Außer durch Vorträge, die nicht nur von Fachingenieuren gehalten werden, informieren sich die einen über die neuesten Transistoren, ihre Schaltungen und die Anwendung in tragbaren Kleinstgeräten. Andere diskutieren die Leistungsfähigkeit moderner Sende- und Empfangsröhren und deren Eignung auf den verschiedenen Kurzwellenbereichen. Und alle freuen sich über den Eingang neuer QSL-Karten. Wie gesagt, sie sind eine Familie, die Kurzwellenamateure der ganzen Welt. Und oft folgen dem auf eine Funkverbindung üblichen Kartenaustausch, Briefwechsel, Einladungen und Freundschaften, die Jahrzehnte überdauern. Auch die Zuversicht eines Captain Carlson, der bis zur letzten Stunde seines Ausharrens auf der Flying Enterprise mit seiner Amateurstation sendete, wurde nicht enttäuscht. Die Beziehungen zu seinen Funkpartnern bestehen noch heute. Doch während sich der eine auf seine Weise die Zeit vertreibt, sucht ein anderer, einem Diogenes vergleichbar, diesmal hoch unterm Dach Kontakt mit Menschen. Und wenn sie dann so vor ihren selbstgebauten Apparaten und Geräten hocken und mit einer Energie, die dem Verbrauch einer einzigen Glühbirne entspricht, ihre Rufzeichen hinausschicken in alle Welt, sind die Kurzwellenamateure Baumeister und Botschafter der Verständigung. Dann schlagen sie Brücken über alle Grenzen und Gegensätze hinweg. Und damit beendet DL6SX ein nettes QSO mit der brasilianischen Station PY2JU in Sao Paulo. Vielen Dank, Jan, viel DX und auf baldiges Wiederhören. Cheerio und DTDDA DDA.